Moin, meine Freunde, hier ist wieder euer Kohl und ich begrüße euch zu einem kleinen Kohlrakel. Es ist das Kohlrakel der Champions League Viertelfinal- und Halbfinalauslosung, die morgen um 12 Uhr in Nyon startet. Und ich habe im letzten Kohlrakel der Auslosung des Achtelfinals ja schon ein glückliches Händchen bewiesen. Ich glaube, ich hatte 5 von 8 Partien, richtig? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den deutschen Vertretern annehmbare Gegner zu lose, denn jetzt im Champions League Viertelfinale, wie ihr das schon sehen könnt, hier sind die Vertreter, gibt es keine leichten Gegner. Der vermeintlich leichteste Gegner, den man aber auch nicht unterschätzen sollte, ist Atletico Madrid. Ja, zu den Teams, wie ihr sehen könnt, Atletico Madrid, FC Barcelona, Chelsea London, Manchester United, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Real Madrid und Borussia Dortmund. Das sind schon nicht so schlechte Mannschaften, das ist auch das schwerste Viertelfinale seit Jahren in der Champions League. Also da sind wirklich keine leichten Gegner dabei. Wie schon gesagt, Atletico Madrid könnte eventuell ein leichterer Gegner sein, aber man sollte sie auch nicht unterschätzen. Dann legen wir mal los mit der ersten Partie. Paris Saint-Germain. Das ist natürlich. Ups, nein, das war noch nicht. Kleiner Fail, sorry Leute. Wir hatten Paris Saint-Germain, die Leverkusener ja so richtig abgeschossen haben. Also die dürfen das Heimspiel im ersten Viertelfinale starten. Das wird interessant. Ich bin mal gespannt, wen sie denn zugelost kriegen. Ja, und sie kriegen den vermeintlich leichtesten Gegner. Das ist doch mal interessant. Die müssen wir mal streichen, bevor wir die wieder zulosen. Ja, den vermeintlich leichtesten Gegner, nämlich Atletico Madrid. Schon mal für die deutschen Mannschaften den leichtesten Gegner weggenommen. Ärgerlich. Es drohen immer noch die Lose Madrid und, also Real Madrid und natürlich Barca. Oh, wird schwer. Vielleicht wieder Bayern gegen Barca, wäre interessant, und Dortmund gegen Real Madrid. Dann können die beiden Mannschaften die Ehre der deutschen Clubs so ein bisschen verteidigen. Denn, ja, vor allem Dortmund denn gegen Real Madrid, der Ruhrpott-Clubs. Oh, und da haben wir schon. Borussia Dortmund mit einem Heimspiel ist jetzt vielleicht nicht so optimal, weil ja Heimspiele sind im Rückspiel immer gut. Dann kann man Fehler aus dem Hinspiel wettmachen. Das klappt jetzt scheinbar nicht für die Dortmunder. Dann müssen sie im Heimspiel vorlegen. Mal sehen, ob sie das können. Und auch mal sehen, gegen wen. Ich bin mal gespannt. Oh. Ja, und es ist der besagte Gegner. Es ist Real Madrid. Ja, wäre natürlich geil. Also Dortmund hat im letzten Jahr schon gezeigt, sie können die Madrilenen schlagen. Ob es jetzt mit der Neubesetzung mit Bale auch so sein wird, das sei dahingestellt. Werden wir dann sehen, wenn sie wirklich den Gegner bekommen. Aber es ist eine schwere, aber interessante Partie für die Dortmunder. Wenn, ja, Mkhitaryan zeigt, was er kann, und die anderen Neuzugänge, Jovic und Aubameyang, dann dürfte das durchaus machbar sein. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Was wird's? Oh. Okay. Der FC Barcelona hat ein Heimspiel. Das ist jetzt natürlich gut für die Mannschaft, die da spielen muss. Die kann schon mal dort vorlegen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werden es ja die Bayern. Nein. Ja. Da wird sich José Mourinho ja freuen, denn er hat sich ein Top-Team im Viertelfinale gewünscht. Und ja, es wird kommen.
Die dürfen nämlich beim FC Barcelona antreten. Und darüber kann sich Mourinho eigentlich freuen. Das ist eine Top-Mannschaft. Wird ein brisantes Duell. Die Madrilenen, hätte ich schon gesagt. Die Katalanen haben schon einen englischen Vertreter rausgeschmissen. Manchester City. Recht souverän. Mal sehen, wie sie mit Chelsea klarkommen. Und jetzt erstmal sehen, ob Bayern ein Heimspiel hat. Oder Manchester United. Okay, das ist nicht so optimal. Aber es erinnert auch an den Erfolg der Bayern, die auch, ja, da haben sie noch schlechter ausgesehen. Die hatten einen, das war glaube ich auch im Viertelfinale, als sie in der Saison, als sie gegen Chelsea, glaube ich, im Finale leider verloren haben, haben sie im Viertelfinale Manchester United gekriegt und sind da knapp weitergekommen im Old Trafford. Zu Hause haben sie 2-1 gewonnen. Da gab es einen späten Tor, ich glaube von Olic war das. Und haben dann dank einer sehr interessanten Aufholjagd, sie lagen erst 0-3 hinten im Old Trafford, und einer wunderschönen Ecke von Ribéry und der noch schöneren Direktabnahme von Robben, 2-3 verloren und waren somit dann weiter. Also es wird eine interessante Partie. Manchester United in der derzeitigen Form, muss ich aber ehrlich sagen, no chance, das wird nichts. Also, wenn die Bayern konzentriert spielen, hat Manchester United keine Chance. Aber die Bayern müssen erstmal vorlegen. Ne? Das wird schwierig. So, nun kommen wir zur letzten Auslosung der Halbfinalpartien. Da seht ihr hier Sieger des ersten Viertelfinales, Sieger des zweiten, Sieger des dritten und Sieger des vierten. Und jetzt legen wir mal los. Okay. Also, das ist gut möglich, dass die Bayern, wenn sie weiterkommen, ein Heimspiel haben im Halbfinale. Ist natürlich wieder nicht so optimal, zuerst ein Heimspiel zu haben. Das wünscht sich eigentlich nicht so richtig jemand. Aber es hat die Auslosung ergeben. Wir sehen weiter. Mal sehen, wer den Bayern droht. Okay. Der Sieger des dritten, das heißt, ja, entweder Chelsea oder Barcelona. So, jetzt sehen wir nur noch, wer das Heimspiel dann hat. Es ist, ja, okay. Der Sieger des ersten Viertelfinales darf zu Hause ran. Gegen den des zweiten. Dann werden wir natürlich hier, wupp, so. Machen wir eine 2 draus, so. Ja, hier seht ihr die Partie nochmal im Überblick. Im ersten Viertelfinale spielt Paris Saint-Germain zu Hause gegen Atletico Madrid. Borussia Dortmund empfängt die Madrilenen, die Galaktischen. Der FC Barcelona empfängt zu Hause José Mourinho mit seinem FC Chelsea London. Und die Bayern dürfen zu Hause ran gegen Manchester United. Relativ interessante Partien. Paris wird wohl weiterkommen, schätze ich mal. Auch wenn man Atletico Madrid nicht unterschätzen soll. Dortmund traue ich das zu, dass sie weiterkommen. Bei Barca gegen Chelsea weiß man das nicht so recht. Chelsea hat schon mal Barca geschlagen. Unter José Mourinho ist es auch möglich. Barca ist nicht mehr die Übermannschaft. Bin mal gespannt. Und Bayern gegen Manchester United, ja. Manchester United hat zwar im Rückspiel gegen Olympiakos Piräus 3-0 gewonnen, aber Olympiakos Piräus ist nicht Bayern München. Und wenn Bayern die Leistung abruft, die sie zu leisten imstande sind, dann ja, ade Mois und Manchester United. Denn sorry, also in der derzeitigen Verfassung von Manchester United und den Bayern keine Chance. Und da die Bayern schon am kommenden Spieltag die Meisterschaft klar machen können, können sie ihre Stammkräfte eigentlich in der Bundesliga schonen und sind dann fit fürs Champions League Spiel. So, ja, und im
Halbfinale, sorry Leute, im Halbfinale heißt es dann, ja, hoffentlich Bayern München gegen entweder FC Chelsea London oder gegen Barca. Sehr interessante Partie. Und dann, ja, dürfen die Dortmunder zu Hause, hoffe ich doch mal, dürfen die Dortmunder auswärts, wenn sie gegen Real Madrid gewonnen haben, gegen Paris Saint-Germain spielen. Das sind interessante Partien. Würde ich mich freuen, wenn es denn wieder ein deutsches Finale gäbe. Nach der Auslosung ist es durchaus möglich. Ist es schwer, aber nicht unmöglich. Interessantes Viertelfinale, interessantes Halbfinale. Ich bin mal gespannt, was ich diesmal richtig erlost habe. Vielleicht auch alle Partien, wäre cool. 100% Trefferchance hatte ich noch nicht, aber so mindestens zwei Partien wären echt cool, wenn ich die so richtig gelost habe. Ich bin mal auf eure Tipps gespannt. Schreibt sie in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird wem zugelost und schaffen es die deutschen Teams bei dieser Auslosung, die ich denen zugelost habe, weiterzukommen? Ja oder nein? Welche der Mannschaften wird weiterkommen? Schreibt es unten in die Kommentare und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben, reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.